Don John hier und heute erkläre ich dir, warum es ehrenhaft ist, Frauen aufzureißen. Ich weiß, es ist ein umstrittenes Thema, aber es ist sehr, sehr, sehr essentiell, dass du davon überzeugt bist, dass es in Ordnung ist, dass es nicht nur in Ordnung ist, dass es sehr gut ist, Frauen zu verführen, mit Frauen Sex zu haben und zwar nicht nur einmal, sondern so oft wie möglich. Denn rate was, wenn du nicht davon überzeugt bist, dass es in Ordnung ist, Frauen zu verführen, dann wird die Frau auch nicht davon überzeugt sein. Du musst mit offenen Karten spielen, denn wenn du nicht mit offenen Karten spielst, wenn du ihr versuchst, was vorzumachen oder wenn du sagst, ich darf das nicht, das gehört sich nicht, ich darf nicht dieser Mann sein, ich darf nicht zeigen, was ich will, weil die Massenmedien das nicht gut finden oder weil die Gesellschaft das nicht gut findet oder weil im Feminismus das anders, die das anders wollen, dann wirst du sehr schwierig haben, regelmäßig Frauen aufzureißen. Es ist auch nicht nur im Bereich Frauen verführen so, sondern in allem. Selbst ein Verkäufer an sich muss an sein Produkt glauben, er muss von seinem Produkt überzeugt sein. In einem anderen Video habe ich schon erklärt, dass du das Produkt bist und du dein Produkt optimieren musst. Und wenn du erkennst, dass du der Frau etwas Gutes geben kannst in Form von Sex, du hast diesen Magic Stick, mit dem du sie verzaubern kannst, dann wird es sehr viel leichter sein, Frauen zu verführen, denn du kommst viel konkurrenter, viel authentischer rüber, weil die Frau sofort checkt, okay, er ist dieser Typ, mit dem ich meinen Spaß haben kann. Wenn du dich hingegen verstellst, dann wirst du nicht so überzeugt auftreten und wenn du nicht überzeugt auftreten kannst, dann wird die Frau auch nicht von dir überzeugt sein, weil sie nicht genau weiß, was du eigentlich willst oder weil du einfach zwiespältig rüberkommst. Und ich weiß, dass auch die Massenmedien sehr, was Pickup angeht, sehr schlecht darauf zu sprechen sind. Das liegt daran, weil die davon ausgehen, dass wir Pickup-Artists Frauen zu etwas manipulieren, was sie nicht wollen, um sie ins Bett zu bekommen. Aber das geht sowieso nicht. Also entweder du sprichst eine Frau an und in ihr ist schon etwas vorhanden, was nach dir verlangt und du musst sie da einfach nur noch durch diese Verführung hindurchführen oder es ist eben nicht da. Und wenn es da ist, dann ist es einfach nur noch dein Job, das zu tun. Selbst wenn du dir meine Dokumentation anschaust auf Puls TV, die jetzt auch in der ARD Mediathek verlinkt ist, wo du sie auch nochmal nachschauen kannst, dort wird es ja auch so dargestellt, oh, der ist so schlecht, der ist so böse, er ist ein Monster, aber es ist doch völlig in Ordnung. Also ich meine, was soll ich noch machen? Ich könnte mich verstellen und sagen, ich will keinen Sex und dann irgendwie übers Hintertürchen doch mit ihr Sex zu haben, aber dadurch wird es viel, viel umständlicher, Frauen zu verführen. Der Trugschluss der Massenmedien ist halt hier auch, dass sie denken, dass wir Frauen verarschen, aber das ist ja gar nicht so, denn Pickup an sich hat sich auch weiterentwickelt und da Pickup heute, zumindest wie ich es betreibe, es gibt auch Leute, die machen das anders, ist so, dass ich mit offenen Karten spiele von Anfang an und die Frau sofort weiß, was Sache ist. Die Frau weiß, aha, okay, der ist nicht nur zum Reden da, sondern der ist daran interessiert, mit mir zu vögeln. Und das ist genau das, was ihn unterscheidet von vielen, vielen anderen Männern, die mit der Frau eine Freundschaft eingehen wollen und dann über das Hintertürchen versuchen, mit ihr Sex zu haben. Oder es gibt auch sehr viele Männer, ich sag mal, schau mal, wenn du 20, 30, 35, 40 bist, selbst wenn du 40 bist, warum solltest du eine monogame Beziehung anstreben mit nur einer Frau? Wenn du das willst, warum nicht? Keiner hält dich davon ab, aber auch da musst du sehr selbstbewusst daran gehen und der Frau klar machen, was du willst. Es gibt Männer, nicht nur im Pickup, sondern allgemein, die denken, okay, es ist nicht okay, ein Mann zu sein, es ist nicht okay, zu meinen Bedürfnissen zu stehen und deshalb muss ich mich verstellen, ich muss der Frau was vormachen, ich muss ihr Gefühle vorheucheln, ich muss erst in eine Beziehung mit ihr eingehen, sodass sie mit mir schläft und dann kann ich mich aus dem Staub machen. Das habe ich eh noch nie verstanden, denn warum willst du dir erst so viel Arbeit machen, um dann eine Frau zu verführen und nachdem du sie verführt hast, dann gleich wieder fallen zu lassen, dann war es doch meiner Meinung nach die ganze Arbeit nicht wert. Wenn du stattdessen mit der dann öfters vögelst, okay, dann ist es was anderes. Aber selbst da investierst du viel zu viel. Wenn du stattdessen mit offenen Karten spielst, dann kannst du erstens Frauen viel, viel, viel schneller verführen. Du kannst die richtigen Frauen gleich anziehen und du kommst einfach viel, lebst einfach viel glücklicher und erfüllter, weil du einfach ehrlicher zu dir selbst bist, ehrlicher zu der Frau und es steht eurer gemeinsamen Freude nichts mehr im Wege. Deshalb sei davon überzeugt, dass du der Shit bist, sei davon überzeugt, dass du der Frau was Positives geben kannst und das muss nicht eine Beziehung sein, sondern lediglich nur Sex und
sei davon überzeugt, dass die Frau unbedingt auch Sex will. Frauen können krassere Orgasmen haben als wir Männer. Frauen denken öfter an Sex als wir Männer. Oh, auch wenn das in der Gesellschaft an sich noch umstritten ist, glaub daran, wenn ich dir das sage. Und mit diesem neuen Mindset wirst du auch mehr Frauen verführen können. Das war's von mir. Abonnieren nicht vergessen, Daumen hoch nicht vergessen und wir sehen uns im nächsten Video.